Peggy 18. Okay, ich sollte mit aufgeladenen Pfeilen arbeiten. Sonst wird das nicht. Nein. Ah, okay. Ich dachte gerade, wir sind hier wieder komplett am Anfang. Ja. Gut. Was mache ich falsch? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal nach hinten und wir... Ach so, das sind ganz viele. Kommen immer mehr, immer neue LKW. Okay, das heißt, wenn wir die abwechselnd abschießen, Bombs, Bombs, dann kriegen wir auch keine Raketen ab. Hayabusa. The road ahead, it's a drop off. Haha. Just drive. Go, fast. What are you doing? Okay. I trust you. Stop. Hold on. Ja, was sollen wir sonst machen? Eine Vollbremsung und von den Lastern überfahren werden? Quatsch. Your arm. Forget it. Keep going. I've got your back. Endlich mal eine Schusswaffe in unserer Nähe. I think we're in Shinjuku. Aber so gut bewegen können wir uns nicht. Wo müssen wir denn hin? Ach so, hier hinten geht's weiter, okay. Ach, Ryu. Ja, genau, mach ihn fertig. Mit der Schusswaffe geht das. We did it. Thanks, Mizuki. No problem. Don't push yourself too hard, Ryu. Do you ever give up, murderer? Still you thirst for blood. Even in the state you're in. Cliff? See, I kept my promise to you, didn't I? I'm taking good care of Kana. Don't play games. Cliff, surely you don't mean... Why? Why Kana? You really had no clue, did you? It was supposed to be your sister, Saya. But then she ran off with my brother. She can bear to destroy the world with someone so dear to her in it. And our plans for a new world went to hell. But... Thanks to their marriage, a better, a more pure specimen was born. Kana! I suppose you should know. The cells of the goddess's body, they came from your sister. Saya? Isn't it splendid? Your sister will be the goddess of the new world! Cliff, you're insane! Oh dear, oh dear. I will be Adam, and she, my Eve. The new Eden will be all ours. And you two will be dead. Will be the one to die. In the state you're in? I think not. Ach du Scheiße. Behold the new form of mankind. The old flesh shall be exterminated. Gut, dann bringen wir jetzt Cliff auch mal eben um. Nein. Ach, komm. Hallo, lass die Scheiße. Warum? Das macht keinen Schaden, aber egal. Das macht dir auch keinen Schaden.
Und was macht ihr denn Schaden, sag mal? Ah, das ist gut. Komm. Ich habe herausgefunden, dass eine gute Taktik ist, abwechselnd X und Y zu drücken und nicht immer nur eins. Also eine gute Mischung aus harten und weichen Angriffen. Aber ich glaube, auf normal wäre ich schon tot. Das sieht nicht gut aus. Ich muss hier weg. Man muss ja nicht die ganze Zeit dran denken, dass man eh unbesiegbar ist. Okay. Der kann aber nicht sonderlich viel dafür, dass er schon so ein bisschen gefühlt letzter Boss ist. Ja, schießt du mal ein paar Raketen. Ich glaube, ich muss ihn aus der Luft holen. Oh nein! Cliff, du bist ein ganz schöner Idiot. Komm her! Komm. Aber ohne Bogen war das schon gemein. Aber, naja. Gleich hast du es hinter dir. Noch ein kleines bisschen. Mann, 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 Mann. Ah, der ist schon echt heftig, was der so raushaut. Das sieht gut aus. Nothing. The world will die. If you kill the goddess, Ghana will die. All things come to an end. Goodbye.
I suppose we should do introductions. So you're still alive? I am. More or less. Theodore. It's been a while, Mizuki. I've got so many questions, so many things to ask. That can wait. First, we need to do something about those injuries. We can't have that pretty face spoiled by scars. I don't have time for that. Wouldn't you agree, Hayabusa? I'll be right back. Let's go, Hayabusa. Och nee, komm. Das kann doch nicht sein. Oh, Weisheit. All right. Guess that's a dragon ninja for you. Juhu, mehr Gegner. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier wirklich ziemlich alle Bösewichte besiegt haben. Nein. Vor allen Dingen, der Cliff, der hat die doch alle erschaffen. Wo sollen die denn jetzt noch herkommen? Oder macht Kana die auch? Und es hört nicht auf, es kommt immer mehr. Immer Theodor. Hilf mir doch mal. Das finde ich immer so affig. Die NPCs sind dabei, die kämpfen auch, aber irgendwie machen die keinen Schaden und besiegen keine Gegner. Das ist in Resident Evil Revelations genauso. Ja, ich habe das gestern gespielt und hatte keine Munition mehr und war einfach scheiße. Und dann war der NPC halt dabei und der hat halt auf die ganzen Gegner geknallt. Und die sind einfach nicht gestorben. Und dann musst du da mit Nahkampfangriffen gegen Zombies, die dich eh fressen wollen. Das ist echt bescheiden, sag ich mal. Bescheiden trifft es, glaube ich, ganz gut. Wo muss man hin? Da, okay. Mahlzeit. Oh, eine Maske. Was kann denn die Maske? Ah, auferstehen. Habe ich jetzt nur den einen damit umgebracht. Unnötig. Bin mal gespannt, wie lange der Theodor da hinten mit dem großen Dämon beschäftigt ist. Hallo! Die sind auf jeden Fall stärker als vorhin. Vorhin habe ich die super schnell kaputt gekriegt. Stirb! Stirb! Hör! Tör! Ja! Es ist echt nervig. Schaff dir mal ein paar weitere Pawns an. Nix ist. Oh, da hinten sind noch mehr und der Gegner liegt immer noch. Ja, der, ich glaube, der macht einfach keinen Schaden. Der ist nur zur Zierde da oder so. Oder um Gegner im Prinzip zu tanken oder so. Also, die Hilfe ist der nicht. Finde ich schade. Ich meine, in Koop-Spielen funktioniert das doch auch wunderbar. Warum kann man ihm nicht einfach mal eine vernünftige Waffe geben, sodass er Schaden macht und... Nein, der hält die Gegner nur von mir ab. Toll.
Und schon wieder eine halbe Minute verplempert, weil der noch nicht tot ist. Jetzt aber.